Yeah, es ist wieder soweit. Harvest Moon Back to Nature auf diesem Kanal. Und in einer neuen Aufnahmesession bei mir. Oh, schauen wir mal. War ich so blöd, hab meinen Hund draußen gelassen? Das letzte Mal. Hallo? Ja, wollte schon sagen. Kannst dich ja nicht so einfach verstecken. Heute ist der 25. Na, schauen wir mal. Okay, morgen schneit's. Was gibt's denn als Essensrezept? Aber gut, das interessiert eigentlich kaum. Miso-Suppe, yeah. Topf, Miso-Paste. Ja. Ich hätte immer noch gerne eine Pfanne erstmal. Aber okay. Ja, komm, mehr brauche ich nicht. So, wie viel Geld haben wir denn überhaupt? 1700 nur. Ja, Haus haben wir alles ausgebaut, wie ihr seht. Erdbeer, Kohl. Kirsch, ja. Chicken und McNugget brauchen wir wieder noch. Genau, zum Gießen habe ich noch da. Das heißt, da ist erstmal nichts im Eugen. Oh! Ach ja, stimmt. Ich krieg meine Powerbeere. Weil es ja gestern gestürmt hatte, wenn ich mich recht entsinne, ne? Jap, 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 jap. Njam. Ja, und das Let's Play von Harvest Moon neigt sich ja nun doch langsam dem Ende zu. Geld wollen wir natürlich eigentlich auch noch eine Menge machen, wenn es geht. Und heiraten. Wollen wir das heiraten? So, mittlere Milch. Die darf ich diesmal nicht wegschmeißen. Denn die möchte ich ja Ellie geben. Also lassen wir uns diesmal ein bisschen Zeit, um hier nicht Heckmeck, ne? So, lala. Pap, 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 pap. Zack. Wir werden es wahrscheinlich jetzt noch so machen, dass ich definitiv auch noch einmal in die Mine gehen werde. Und mal gucken, so viel wie möglich einzusammeln. Also bei der zweiten Mine meine ich damit. Jo. Ja, voll glücklich, mein Freund. Jo, 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 jo. Dedep. Dedep. Yay, Gewächshaus. Endlich wieder mal ein bisschen Besserungs-Action. So, jetzt will ich mal austesten, wenn ich jetzt volle Möhre mache. Mal 3, also 15 Felder, okay. Ach, bin ich doof. Okay. Falsche Richtung, Feinblase. Falsche Richtung, Feinblase. Kein Wasser mehr drin gewesen. Das hat nur für ein Feld noch gereicht. Das ist ja ganz toll. Zack. Das kann natürlich auch noch vorkommen. Morgen hat Mary Geburtstag. Das heißt, Mary bekommt dann auch wieder was Feines geschenkt. Honig nehmen wir mit. Mary, das war doch, glaube ich, die ganz kleine, ne? Ah, habe ich ja alles schon gemacht, gut. Hätte ich ja eigentlich vielleicht viel eher
füttern sollen. Na gut. Eins, zwei. Drei. Vier. Blaue Feder hätte ich dabei. Das ist schon mal was Gutes. Und ich glaube, ich werde heute noch mal versuchen, am Strand zu angeln. Also in der heutigen Folge. Und schauen, ob ich endlich mal die Powerbeere auch durchs Angeln bekomme. Ich bezweifle es aber wieder mal stark. Dings öffnet er, glaube ich, erst ab die Klinik ab 9, wenn nicht sogar ab 10, ne? 9 auf jeden Fall. Ich könnte ja vielleicht bei One noch Erdbeersaaten kaufen. Genau, für den Frühling gleich. Weil die müsste ich ja eigentlich so bekommen jetzt, wenn ich ja das Gewächshaus habe. Da müsste ich ja eigentlich für alle Jahreszeiten kaufen können, oder? Konnte ich vorher schon für alle Jahreszeiten kaufen? So lange schon nicht mit Fremdblase gesprochen. Und ja, welches Farm-Simulationsspiel werde ich wohl als nächstes spielen? Hab mir schon ein paar Gedanken gemacht und ich habe mir überlegt, ich werde höchstwahrscheinlich mich entscheiden müssen zwischen Harvest Moon, Baum der Stille, denn das habe ich schon mal vor Jahren zu meinem Geburtstag geschenkt bekommen, noch nie wirklich selbst gespielt. Und ich würde mich wahrscheinlich noch entscheiden zwischen Stardew Valley. Wobei, ja, Stardew Valley kenne ich halt jetzt persönlich schon seit der ersten Stunde. Habe ich auch damals gesponsert. Und... Oh, danke dir. Ja, daher ist die Tendenz bei mir wohl eher wirklich zu... Harvest Moon, was ich halt noch nicht kenne, also mit Baum der Stille. Und ja, also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich habe schon mal ein paar Szenen gesehen bei meiner Freundin, die... Oh, warte, du erst nicht, ja. Und zwar hat sie es da mal gespielt, ich habe sie mir ein bisschen angeguckt. Es gab so zwei, drei Szenen, die mir halt von Anfang an so nicht ganz gefallen haben. Aber die Größe der Insel, auf der man dort dann spielt, das fand ich doch relativ interessant. Ja, also mal schauen. Noch ist es ja nicht ganz erledigt hier mit dem Harvest Moon. Wir wollen ja definitiv vielleicht noch selbst mit dem Pferd reiten. Und ja, definitiv noch heiraten. Gut, mit den Kindern kriegen, so lange werde ich nicht spielen. Ja, vielleicht privat. Und ob ich es reinschneide nochmal nachträge, ich glaube nicht. Weil es gibt genügend andere Leute bei YouTube, die zeigen, wie ihre Familie gewachsen ist und was man halt alles erreichen kann. Und ganz ehrlich, man möchte ja auch nicht alles spoilern für welche, die es noch gerne selbst spielen wollen, die es halt noch nicht kennen. Und natürlich die, die das Spiel kennen und geliebt haben, werden wahrscheinlich eher selbst nochmal dann gerne das Spiel in die Hand nehmen und es nochmals zocken. Ach komm schon. Oh Menno. Ja, und für die, die halt meine anderen Let's Plays schon gesehen haben, da sind ja nur auch schon so einige durchgelaufen und ausgelaufen. Da werde ich mich demnächst auch halt entscheiden müssen. Also, ich habe zum Beispiel auch Walking Dead gespielt gehabt. Oh.
teilweise hat es da noch geklappt mit meinen Aufnahmen, aber bei anderen Spielen, wie zum Beispiel Candle, was ich eigentlich nicht als sehr ressourcenfressend gesehen habe, zumindest während der Aufnahme, habe ich halt mitgekriegt, dass doch ein paar Aufnahmen gestockt sind und ich konnte leider nicht alle nochmal nachträglich aufnehmen. Daher habe ich mich nun doch mal nach 2 Jahren entschieden, meinen Rechner aufrüsten zu wollen. Und, oh, geil. Naja, ich habe ja mal ein neues Board geholt und eine neue CPU und einen neuen Arbeitsspeicher. Aber derzeit, ja, man wartet halt noch auf ein paar Teile, die man dann natürlich noch einbauen kann. Und dementsprechend, ja, habe ich dann schon noch die Befürchtung, dass ich das ganze System wieder neu aufsetzen muss. Und wie ich sowas immer hasse, ein System neu aufsetzen, weil vor allem, man kriegt ja nie die ganzen alten Daten gesichert. Ich meine, gut, ich habe jetzt 4 Platten bei mir drin im System. Eine Haupt-SSD, eine noch für Programme, dann eine Auslagerungsfestplatte für sämtliche Spiele, wo ich sie hin installiere. Und natürlich einmal für Datensammlung und für die ganzen Aufnahmen. Ja, dementsprechend brauche ich ja eigentlich wirklich nur die die Windows-Partitionen selbst wahrscheinlich löschen. Ja, ich nehme auf Windows auf, hab's gedacht. Und na mal gucken, vielleicht habe ich ja Glück, dass ich wirklich nur die Komponenten tauschen brauche und dass das dann doch alleine mitkriegt. Heutzutage, weil ich musste leider mal für meine Capture Card, die hatte ich mir nämlich nachträglich auch nochmal neu besorgt, ein neueres Modell von EVAmedia, wegen den Capture Card, musste ich dann in dem Fall leider Windows 10 aufspielen. Hat bei mir natürlich am Anfang auch ein paar Probleme gemacht, weil er mir nämlich dank des Updates ein paar Grundeinstellungen verhauen hat. Und naja, das hat man natürlich beim Aufnahmeprogramm dann wieder mal ein paar Tage, sag ich schon mal, 2-3 Sessions gedauert. Ey, warum ist jetzt auf jeden Fall so ganz ruhig? 2-3 Tage gedauert, um die Einstellungen mal wieder hinzukriegen, dass ich einigermaßen vernünftig aufnehme. Ja, wollt mal schauen. Es kann ja eigentlich nur besser werden. So, lala, dann sind wir eigentlich mit dem Tag auch schon wieder durch. Kann ich eigentlich... Nein! Gut, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich gucken... Ja gut, genau. Das geht also noch. Gut. Yay! Oh Gott, wir haben schon 13 Minuten wieder rum. Na, dann werden wir mal schlafen gehen, ohne Hund. Oh Mann, da werde ich also langsam mal hier wieder Geld ranschaffeln müssen, ne? Yeah, Chicken und McNugget. 2. Dann nehmen wir dich McChicken. Nee, wir machen es wieder mit Chicken McNugget. Yay. Ja, was meine Freundin sich immer manchmal auch beschwert hatte, und ich glaube, ich habe es auch mal in den Kommentaren gelesen, dass ich ja die Küken vergessen haben soll mit dem Füttern. Und ich kenne das halt zumindest vom SNES Harvest Moon so. Hier bin ich mir halt nicht mehr ganz so sicher jetzt aufgrund der Kommentare, dass man Küken nicht füttern müsste, damit sie groß werden und einen mögen, aber ja, ich meine, ich könnte es nachträglich machen, aber so richtig Bock habe ich nicht. Toll. Nichts im Briefkasten. Super. Ja, um Geld zu scheffeln, werden wir heute mal definitiv noch in die Mine müssen, dann wird die Folge halt ein bisschen länger. Das wird euch aber wahrscheinlich nicht stören. Aber ich hoffe ja eigentlich, dass ich noch mit Harvest Moon fertig bin,
bevor es hier noch zu 100 Folgen kommt, denn so weit habe ich es eigentlich nicht drauf abgesehen. Ja, komm schon. Was hat ihr gefallen? Na, Shinji, komm, du bleibst drinnen. Die Eier werde ich selbstverständlich, ich wollte gerade sehr wahrscheinlich schon sagen, selbstverständlich im Hühnerstall noch lassen, erstmal nur füttern, dann gehen wir mit dem Korb direkt bis runter in die Mine. Oh, guck mal, wir haben Pflanzen! Yay! Ich hoffe, ich war jetzt nicht 1 zu weit vorne. Nein, war ich nicht. Jupp, passt. Waren das Kartoffeln, was ich hier angepflanzt habe, oder waren das Blumen? Ne, die Blumen waren noch in der Mitte, ne? Hm, naja, ist auch egal. Zack, 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 zack. Ich werde mal mitfüttern, die Hühner jetzt, die kleinen Küken. Dann machen wir es dann so, dass wenn morgen McNugget auf die Welt kommt, dass wir den halt nicht füttern die ganze Zeit. Dann gucken wir mal am Ende, wenn beide groß sind, ob eins halt nun mehr Vertrauen schon zu mir geschlossen hat. Ich glaube es eigentlich, wie gesagt, nicht. Es kann wirklich sein, dass jetzt nach dem ersten Tag kein Ei gelegt wird, aber ja, Korb. Ich glaube, Korb hat den Korb vergessen. Schon als ich aus dem Gewächshaus bin, aber naja. Oha, wir sind schon bei etwas mehr als 18 Minuten. Ja, wird wie gesagt eine etwas längere Folge. Ist ja nicht so schlimm. Ja, absetzen, nicht ausleeren. Nein, Steine machen wir diesmal nicht mehr mit rein. Wollte ich nicht mit drin haben, wie gesagt. Ja, sowas doch. Nö. Komm schon. Ist denn das die Möglichkeit? Ist denn hier echt zu wenig? Hallo? Ja. Ach nee, stimmt ja. Oh, Menno. Gut, werden wir ja wahrscheinlich nicht sehr lange hier in der Mine bleiben können. Wenn der sich hier schon wegen dem scheiß Schneesturm wieder mal fast auf die Arme legt. Sind das die Möglichkeit? Aber hier wollte schon sagen. Yep.
Und natürlich lohnt sich das ja auch für den Winter, hier in der Mine ordentlich ranzuklotzen. Wahrscheinlich wäre es auch besser gewesen, wenn ich noch ein etwas bessere Axt gehabt hätte, Hacke gehabt hätte. Dann hätten wir ja wirklich gleich mehrere Sachen auf einmal machen können. Aber naja. Oh nee, komm schon. Ja. Na dann hauen wir mal wieder ab. Wobei einmal werden wir noch hineingehen in die Mine. Dazu werden wir aber vorher noch mal wieder schön ein Stündchen oder anderthalb Stunden hier in der Quelle rumgeistern. Zack. Sollte wieder reichen. Ah, stimmt ja. Mittwoch ist ja Ellie sowieso nicht in der Klinik, sondern zu Hause. Und wo war sie denn noch unterwegs? Ach, kriege ich schon wieder raus. Das kriege ich schon wieder raus. Ich hätte mir das damals echt mal alles in so einem Büchlein aufschreiben sollen. Ne? Zum Glück kann man die ja nicht so verlieren. Nicht doch einfach da reinschmeißen, meine Fresse. Das kannst du reinschmeißen. Oder keine Steine, Mensch. Ich glaube, morgen kann ich ja, Mano, sehr wahrscheinlich wieder Dolly scheren, wenn ich mich recht entsinne. Müsste man nochmal ausrechnen, beziehungsweise nachgucken, wann ich sie gekauft hatte. Und dann immer 7 Tage später geschoren. Nein. Ach, wie ich das hasse. Da wird aber wieder verschlafen, Mensch, in der Nähe. Da denke ich mal, irgendwie da mitgezählt, weil das hätte ich ja vielleicht mal machen können. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwas wieder reinschmeiße. Und dann behält er das nicht mehr. Das wertvolles werde ich doch wohl noch kriegen können hier, oder? Gucken wir noch, zack. Ja, so, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal in die Stadt. Überreichen das Geschenk. Verkaufen unser Zeug. Kümmern uns wieder noch um die Hühner. Freuen uns dann wieder des Lebens. Mittagszeit. Ich überlege gerade, wo dümpelt Mary eigentlich immer rum? Das war doch die Kleine, würde ich sagen.
Na. Milch bleibt, Honig bleibt. Das Ei kann weg. Das Ei kann weg und das verschenken wir nochmal. Bam, dam, dam, dam. Ja, bleibt da stehen. Ne, nicht Mary hat heute Geburtstag, May. Ah, klar, May. Wieso bin ich die ganze Zeit auf Mary gekommen? Weil ich war nämlich schon verwirrt gewesen hier mit dem Heftchen. May hat ja Geburtstag, nicht Mary. Weil Mary ist ja die Bibliothekarin. So, Fräulein, hier, Milch. Ah, oh, danke dir. Immer noch kein rotes Herz. Ah, oh, danke dir. Danke dir. Hast du jetzt ein rotes Herz? Hallo, die Klinik ist mittwochs geschlossen. Außerhalb der Klinik begegnen wir uns selten, nicht? Das glaubst du nur du. Guck doch mal an, wie ich dir häufig was schenke. Und ich habe natürlich für May das Geschenk vergessen. Da holen wir noch was für die Kleine. Das finde ich jetzt echt fies, wenn die nichts bekommt. Wo wollt ihr denn jetzt alle hin? Ist auf hier Feierabend oder was? Hm, was kriegt denn May? Haben wir denn noch irgendwie vielleicht eine Milch? Ne, eine Milch hatte ich ja nicht mehr, aber ein Ei vielleicht. Hm. Ja, selbst gemacht, das wäre nicht schlecht, ne? Hm. Ah komm, die wird sich doch über einen Apfel freuen. Denn da es ja hier in der, auf der Farm weiter keine Supermärkte gibt, müssen wir mal sowas kaufen. Schenken. Hep. Weiter. Und ab zu May. Wo ist sie denn? Da ist sie. Hallo, kleines Fräuleinchen. Ach, danke dir. Mami habe ich auch ein Geschenk. Von Mami habe ich auch ein Geschenk bekommen. Obwohl ich eigentlich gehofft habe, sie würde mich besuchen kommen. Das klang deswegen nicht gerade wie das kleine Mädchen, aber. Oh, mir ist so langweilig. Eigentlich müsste ich hier noch. Ich werde nochmal angeln gehen. Obwohl, nee, das war im Ring. Hier bei dem ollen Wetter angeln. Nee. Da fällt er mir doch wieder eher aus dem Latschen als sonst was. Außerdem wird sonst die Folge wieder zu lang. Tja. Da würde ich mal sagen, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da oder schreibt was in die Kommentare. Ciao, ciao.